Einen wunderschönen guten Morgen. Ich gehe davon aus, dass du hier bist, nicht weil dein Bett plötzlich kalt geworden ist, sondern dass dein Hunger nach Gott heiß ist, und das ist wunderbar. Danke, Vater Herr, für diesen wunderbaren Morgen. Danke, Papa Herr, dass wir ja viel erwarten dürfen, Herr, wenn wir an deinen Tisch kommen, Herr. Danke, Jesus, dass du für jeden Einzelnen ein Wort hast, Herr, und ich bete, Vater, dass wir wirklich heute eine Fähigkeit haben, Herr, deine Stimme zu hören, Herr, und das anzunehmen, Herr, im Glauben, Herr, was wir heute Morgen hören. Amen. Und ich habe sogar einen heißen Tipp für dich, wenn du geplagt bist, vielleicht schon seit längerem, von Langeweile, von Unterforderung, dann habe ich einen Tipp, und dann könntest du zum Beispiel mal eine Reise nach China machen. Dort gibt es nämlich seit einigen Jahren so einen Boom von Glasbrücken. Da gehen super viele Touristen drüber und quasi lieben diesen Nervenkitzel. Und es gibt tatsächlich jetzt seit 2019 waren es 2300 Glasbrücken allein in China. Es gibt auch in Vietnam eine, in Georgien. Das sind quasi so lange Brücken, teilweise 500, 600 Meter lang, wo Touristen kommen und es lieben, dann quasi über die Glasplatten zu laufen, weil sie etwa in 200 bis 300 Meter Höhe sind. Das heißt, du stehst dann in 200 bis 300 Meter Höhe, guckst unter dich und siehst quasi durch das Glas, was super glasklar ist quasi, du durchschauen kannst, dann siehst du quasi diesen Boden, der 300 Meter unter dir ist. Und Leute lieben das. Genau, dann hast du quasi diesen Nervenkitzel und diesen Kampf zwischen deinem Kopf, der dir sagt, hey, das ist staatlich professionell geprüft, da kann nichts passieren. Es ist wahrscheinlicher, dass ich vom Blitz getroffen werde oder dass ich hier die Treppe runterfalle, als dass jetzt die Brücke hier brechen würde und ich runterfallen würde. Und zwischen deinen Sinnen, die dir sagen, Alter, Alarmstufe rot, du siehst gerade nur den Boden, der 200 Meter unter dir ist, und das ist ziemlich hart, wenn du da aufprallen würdest. Genau, und wenn du, wenn dir das immer noch nicht genug ist, dann kannst du zum Beispiel die Hunan-Provinz besuchen. Dort kannst du auf so einer Brücke gehen und sogar simuliert bekommen, dass da so Risse in das Glas plötzlich reinspringen. Und sogar noch ein Sound im Hintergrund, der irgendwie so ein Knacken dir gibt. Also wenn dir das noch nicht genug ist, dann gerne mal dorthin fahren. Wenn du jetzt aber denkst, hey, das ist doch wohl Quatsch hoch 100. Was für ein Blödsinn, was denken sich Leute eigentlich aus? Dann können wir trotzdem was davon lernen. Und zwar eine ähnliche Geschichte in der Bibel lesen, wo Jesus zwar nicht auf einer Glasbrücke lief, aber auf etwas anderem. Für Fortgeschrittene übrigens. Genau, du darfst mit mir aufschlagen, Matthäus Kapitel 14, wo wir eine bekannte Geschichte lesen. Genau, wo wir diese ähnliche Art zu denken, ob jetzt auf Glasbrücken oder auf Wasser, wie hier in dem Fall, wo wir diese ähnliche Art zu denken lernen, um erfolgreich unser göttliches Leben mit Jesus zu leben. Weil unser Leben mit Jesus ist nicht einfach, tu dies, das und dies und dann wird es dir gut gehen und Gott ist zufrieden mit dir. Nein, wir haben einen Heiligen Geist in uns. Wir haben ein übernatürliches Leben in uns, zu dem uns Jesus lehrt. Und da lesen wir die bekannte Geschichte in Kapitel 14 über die Speisung der 5000. Man müsste genauer sagen, 5000 Männer plus Kinder plus Frauen, also vielleicht sagen wir 10.000. Und Jesus schickt die Leute wieder heim, schickt seine Jünger ins Boot, dass sie schon mal losfahren. Er ist auf dem Berg beten. Und dann starten wir in Vers 25, wo wir lesen, aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen, also zu seinen Freunden, und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Warum macht ihr euch in die Hose? Steht jetzt nicht hier drin, aber haben sie sich wahrscheinlich der ein oder andere. So. Genau, und ich finde das so interessant, nachdem Jesus die 10.000 oder 5.000, wie viel auch immer, speist und sich zurückzieht auf den Berg. Ich stelle mir so vor, wie war das für Jesus, weil er bisher das noch nie gemacht hatte. Und im Alten Testament finden wir jetzt auch nicht so viele Geschichten, wo Jesus auf dem Wasser geht. Da finden wir zwar bei Mose, dass Mose sein Stöckchen da reinhaut und das Wasser sich teilt, aber dass jemand auf dem Wasser geht, war vielleicht sehr für Jesus neu. Und ich frage mich, das lesen wir leider nicht, aber ich frage mich so, wie das für Jesus war. Ob er im Gebet gebetet hat für die Pharisäer, für seine Jünger, für sich selbst, für die Menge, die gerade da war bei der Speisung der 5000. Und dann plötzlich den Gedanken bekommt, mein Sohn, geh los.
Und dann ging er vielleicht los, war irgendwann unten am Ufer und dachte sich, okay, welches Schiff nehme ich hier? Hier steht nämlich keins. Und der Vater dann irgendwie vielleicht sagt einfach, mein Sohn, geh weiter. Und Jesus in dieser Hoffnung und im Glauben weitere Schritte geht, weil er weiß, wenn der Vater spricht, dann hält dieses Wasser mich. Halleluja. Und das ist Hoffnung. Ich habe nicht unbedingt Bestätigung und Erlaubnis von meinen Augen, aber ich habe einen Befehl vom Vater. Und diese Glasscheiben, was diese Touristen lieben, diesen Nervenkitzel, ist dieser Kampf zwischen dem, was ich sehe und dem, was mein Kopf irgendwie weiß. Und es gibt wirklich witzige, wenn du damit nicht ganz krass kämpfen musst, ist es witzig, witzige Videos, besonders bei dieser Brücke, wo dann plötzlich diese Sprünge ins Glas kommen, wie Leute an den nächsten Brückenpfeiler springen, sich versuchen da festzuhalten, ein Gitter da umschlingen, weil sie halt plötzlich panische Angst bekommen. Und andere Leute, die damit kein Problem haben, die bleiben einfach stehen. Ist witzig. Manche Leute springen dahin, manche Leute sagen, ah, cool, echt super, ich mache ein Foto, hey, Selfie. Also sind die Ruhe selbst und manche Leute kriegen die Panik und klammern sich ums Überleben an ein Gitter, obwohl ihre Füße sicheren Boden unter sich haben. Und so diesen Kontrast haben wir hier genauso bei Jesus. Jesus, der nicht plötzlich anfängt zu rennen auf dem Wasser, weil er plötzlich Angst bekommt und sich denkt, meine Freunde, helft mir. Nein, er läuft mit einer Souveränität und mit einem Frieden, mit einer Hoffnung über das Wasser, weil er weiß, der Vater hat gesprochen, also wird das Wasser mich halten. Auch wenn ich gerade ein bisschen Übergewicht habe, das Wasser wird mich halten. Halleluja. Und das ist dieser Glaube, diese Hoffnung in meinem Herzen. Und das sehen wir leider anders bei Petrus in Vers 30. Da bittet ihn Jesus aus dem Boot zu kommen, weil er das selbst wollte. Und in Vers 30 lesen wir über Petrus, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Petrus ist noch in der Phase von Höhenangst, wo ich ins nächste Geländer springe und mich festhalte. Jesus will ihn lehren, mein Lieber, wenn der Vater gesagt hat, wenn ich dir sage, komm aufs Wasser, dann ist dieses Wasser nicht da, um dich zu verderben. Wenn diese Herausforderung, die du gerade hast, etwas ist, was Gott zugelassen hat, dann ist sie nicht da, um dich unter Wasser zu kriegen, um dich zu verbrennen und dich zu zerstören. Und wenn ich mir die Perspektive vom Vater vor Augen setze, der den eigenen Sohn aufs Wasser schickt, natürlich denkt sich der Vater nicht, hey, wird das schaffen, wird das nicht schaffen, ist das zu groß, ist das zu schwierig, ist das so herausfordernd. Nein, der Vater schickt ihn dahin, weil das eine Arena des Sieges ist. Das Wasser ist nicht ein Ort zum Untergehen, sondern der Vater schickt ihn doch dahin, um Sieg und Macht zu demonstrieren, um Glaube zu fordern und zu fördern in mir. Und genauso wenig ruft Jesus Petrus aufs Wasser, um ihm eine Lektion der Demut zu erteilen, ihn mal ein bisschen sinken zu lassen. Die Hoffnung in mir, sie sagt mir, diese Zeit, die ich jetzt gerade erlebe, sei es in meiner Familie, sei es finanziell, sei es gesundheitlich, ist nicht eine Zeit der Niederlage. Ist nicht eine Zeit, wo ich untergehen werde und wo ich mir meine Finger verbrennen werde. Das ist eine Zeit, wo ich stark werde. Und es ist so schön, wenn wir diese Perspektive lernen, die Jesus seinen Jüngern zumutet. Wo er ganz klar sagt, Petrus, komm. Das war kein waghalsiges Unternehmen von Petrus, so eine Schnapsidee, sondern das war der Wille Gottes. Und es ist so schön, wenn ich diese Perspektive auch lerne. Und für mich war es so interessant, am Sonntag, wir hatten ja die Predigt über Heilung. Na, was muss am Sonntagabend passieren? Ich werde krank. Wie kann es anders passieren? Und wenn ich meine Schüler betrachte, dann sprechen wir manchmal über die Subtraktion. Wie kann ich Minus rechnen? Und natürlich schicke ich meine Schüler nicht nach Hause mit der Hausaufgabe, lern einfach mal 3 Subtraktionsaufgaben auswendig. Ja, großartig, das hilft mir normalerweise gar nichts, weil ich da nichts verstanden habe. Was wird passieren nach einer Predigt? Na, Gott wird dir eine Hausaufgabe geben, wo du das anwenden kannst, was du gelernt hast. Und dann ist die Frage, falle ich wieder in Hilflosigkeit? Welche Tabletten habe ich? Oder gehe ich zurück zum Wort Gottes und sage, nein. Dieser Moment ist nicht eine Zeit der Niederlage. Ist nicht eine Zeit, wo ich
jammern werde, sondern das ist ein Moment des Trainings, um mich stark zu machen und zu dem Sieger zu machen, zu dem Gott mich geplant hat. Genau, und manchmal haben wir dann die Tendenz so zu sagen, oh, jetzt hat der Teufel mich wieder, eieiei, welche Tür habe ich mir offen gelassen, wo habe ich nur eine Sünde, der böse Teufel, wie Gott, wie kannst du das zulassen? Und wir verpassen völlig diese Zeiten der Herausforderung, diese Zeiten des Sturms, um mich stark zu machen, dass ich lerne, in Hoffnung und im Glauben zu leben. Und einer, bei dem wir das wunderbar auch sehen, ist nicht nur Petrus, sondern auch Paulus. Und da möchte ich in den Philipperbrief kurz reinschauen, wo wir einen Vers finden, wo wir merken, dass Paulus diese gleiche Einstellung, diese gleiche Perspektive hatte und ich wette, nicht einfach nur plötzlich im Gebet geschenkt bekommen hat, sondern dass seine Einstellung und Perspektive ist, die über Jahre gereift und trainiert ist. Und da sagt er in Philipper 4,13, in einer Zeit, die sehr herausfordernd für ihn war, die sicherlich voll von Gefängnis, Schlägen, Fasten und anderen Dingen war, da sagt er in 4,13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Halleluja. Und das sind keine netten Worte, die er sich selbst mal wieder zuspricht, um sich selbst vor Depression zu bewahren, sondern das ist etwas gelernt, dadurch, dass er oft auf dem Wasser ging. Nicht physisch, aber emotional und geistlich auf dem Wasser ging, wo er sagt, nach Jahren, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, weil ich weiß, wer der Gott ist, der mich schickt. Weil ich weiß, was die Hoffnung ist, die sich gründet, nicht auf nette Gefühle, sondern auf dem Wort Gottes, der mir sagt, ich werde dich niemals verlassen. Und keine Herausforderung, die du erlebst, ist zu groß für das, was ich in dich hineingelegt habe. Und deshalb sag ich meinen Wellen und meinem Wind, du bist nicht Verkünder meiner Niederlage. Du bist nicht Zeichen meines Untergangs, sondern den Wind und die Wellen, die ich sehe, das ist wie diese netten Glasbrüche, die simuliert werden. Die ich glauben kann, dann springe ich an nächste Gelände und halte mich panisch fest. Oder ich lerne im Glauben zu leben und sage, nein, 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 Höhenangst, du musst gehen. Ich wusste davon, ich habe davon im Internet gelesen. Also warum sollte ich jetzt springen, wenn ich es vor mir sehe? Und so sind wir genauso. Wir sehen die ganzen Geschichten im Wort Gottes, wie Menschen panisch an die Stangen gesprungen sind. Aber wir sind die, die im Gebet das einüben dürfen. Und wir sagen den Wellen, wir sagen dem Wind, wir sagen diesen simulierten Glasbrüchen, nein, 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 nein. Das Wort Gottes ist immer noch wahr. Und du bist nicht Zeichen meines Untergangs. Und selbst wenn ich mal fehle, selbst wenn ich mal sündige und Fehler mache, ich kann genau jetzt mich entscheiden, dass die Saison eine Saison des Sieges wird. Diese Zeit, in der du gerade lebst, die Herausforderung, die du gerade hast, unabhängig, wie viele Fehler du gemacht hast, du kannst sie zu einer Zeit des Sieges machen. Das sehen wir genauso bei Petrus, der singt, Jesus hebt ihn hoch. Und wie schön wäre das, wenn wir ein bisschen sinken, weil plötzlich Unglaube in mein Herz kommt und die Hoffnung weicht und ich aber merke, nein, 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 ich sinke gerade nicht, weil das Wasser nicht mehr stark genug ist, sondern weil mein Herz nicht mehr auf Gott schaut und nicht vertraut. Und die Frage ist, in solchen Zeiten von Herausforderungen, welches Lied singst du? Stimmst du ein in diesen Chor von den Jüngern im Boot, die schreien vor Furcht, weil da plötzlich ein Geist ist, ein Petrus, der da singt? Singe ich im Chor der Niederlage und der Furcht und der Angst und der Sorgen? Weil dann werde ich nicht nur singen, sondern auch sinken. Oder singe ich das Lied des Sieges? Der Hoffnung, weil ich weiß, dieses Wasser ist stark genug, weil Gott ihm befohlen hat, mich zu tragen. Und diese Herausforderung, die ich gerade habe, sie ist nicht die Zeit der Niederlage. Diese Zeit in meinem Leben ist nicht die Zeit der Niederlage. Es ist der Zeit des Trainings. Und manchmal ist das mit viel Schweiß verbunden, aber das ist auch in Ordnung. Und ein Geheimnis, wo du jetzt gleich sagen wirst, Bär, das weiß ich doch schon. Aber oft zeigen der Umgang mit unseren Problemen, wie schnell wir an die Stangen springen, zeigt uns, dass wir das gar nicht immer leben. Und das finden wir zum Beispiel in Philipper 3, Vers 1, wo Paulus sagt, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und 4,4,
Genau das gleiche. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das ist diese Freude, die aus der Dankbarkeit kommt. Und Dankbarkeit und Lobpreis sind die Waffen, die mir jedes Meer hart und gehbereit machen. Wenn ich in Herausforderungen Dankbarkeit in meinem Herzen kultiviere, Gott gegenüber, dem Leben gegenüber, Mitmenschen gegenüber, wenn ich es mir wirklich vielleicht zur eisernen Regel mache, jeden Tag 10-mal Danke zu sagen, Menschen zu ermutigen, dankbar zu sein, Dankbarkeit wirklich kultiviere in meinem Herzen. Nicht nur zwei mürrische Danke für Luft und Danke für meine Beine, sondern wirklich Dankbarkeit in meinem Herzen kultiviere. Und wenn ich meine Augen immer wieder aufrichte zu Gott, wir finden einen wunderbaren Vers in Kapitel 2, Philipper 2. Da schließt Paulus diesen ersten wunderbaren Abschnitt ab, wo er über Jesus, über seine Demut redet und dass er sich erniedrigt hat, aber dass Gott ihn erhöht hat. Und das schließt er ab in 10 und 11, also Philipper 2, Verse 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier kriegen wir einen kleinen Einblick, wie er Gott angebetet hat. Das ist nicht eine Formel, die er überliefert bekommen hat von Matthäus oder Markus und die er denkt, okay, baue ich da halt mal ein, passt irgendwie gerade vom Kontext, habe ich noch ein bisschen Platz auf der Seite. Nein, das ist seine Anbetung, die er in seiner Zelle kultiviert, in seinem Herzen, wo er immer wieder sagt, Probleme hier, Probleme da, aber kein Problem ist größer als mein Herr. Keine Stimme, keine Macht auf dieser Welt, keine Stimme und Macht in meinem Herzen ist größer und stärker als Jesus Christus. Und jedes Knie mag jetzt noch nicht gebeugt sein. Die Stimmen mögen jetzt noch viele Dinge behaupten, aber es kommt ein Tag, wo das sichtbar ist, was jetzt schon real ist. Ist, dass Jesus Christus Herr ist und dass es einen einzigen Namen gibt, der dir auf dieser Erde wert ist, angebetet zu werden. Jetzt in dieser Dunkelheit, jetzt gerade, sehen wir das noch nicht. Aber trotzdem ist es schon real. Und irgendwann wird mal sichtbar sein, was real ist, dass es einen Herrn auf dieser Welt gibt. Und dieser Herr heißt nicht Umstand A oder Umstand B, heißt nicht Herausforderung A oder Problem C. Dieser Herr ist einer und das ist Jesus Christus, der dir sagt, mein Kind, du bist fähig, auf dem Wasser zu gehen. Und wie schön ist es, wenn Jesus Glauben findet in unseren Herzen. Diese Hoffnung, die festhält daran, wenn der Vater sagt, ich kann gehen, dann kann ich gehen. Wenn der Vater sagt, ich kann meine Feinde lieben, dann kann ich meine Feinde lieben. Wenn der Vater sagt, ich kann mit Freude und Dankbarkeit in großen Herausforderungen leben, dann kann ich das und dann will ich das heute und jetzt beginnen. Halleluja. Und jetzt können wir im Gebet beginnen mit Dankbarkeit und Freude, mit dieser Hoffnung, der Vater ist da und der Vater hat mir einen Weg bereitet. Vater, ich danke dir, Herr Jesus, so sehr, Herr, dass du uns hineinführst, teilweise in Herausforderungen, Herr, was echt nicht angenehm ist und schön ist, Vater. Aber sie sind da, um uns stark zu machen, um uns zurückzurufen darauf, was das echte Fundament ist in unserem Leben. Es ist dein Wort, dass du treu bist, dass du uns als deine Kinder angenommen hast, dass du einen Heiligen Geist in uns hineingesetzt hast. Aber wir dürfen diesen Heiligen Geist auch in unserem Herzen in Anspruch nehmen und lernen, mit ihm zu leben, Herr, mit an seiner Hand zu laufen, Herr. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass dieser Tag, diese Herausforderung, die wir gerade erleben, Herr, keine Zeit der Niederlage ist, sondern eine Zeit des Trainings und des Sieges ist, wo du uns lehrst, auf dem Wasser zu leben, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen.